Was ist denn dein Fazit nach dieser Partie? Du wirktest in den beiden Auszeiten zweimal nicht zufrieden. Ich glaube, wir haben hier heute zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Mit der ersten war ich weniger zufrieden, weil wir da ziemlich viel mit Stuttgart gespielt haben, immer ein Auf und Ab. Wir waren da schon mal mit 5 weg und dann lassen wir sie wieder rankommen und geben ihnen eigentlich das bessere Gefühl zur Halbzeitpause. Das müssen wir nicht machen. Wir bekommen dann auch einfach zu viele Tore. Mit 19 Toren kann ich, glaube ich, leben, aber 18 gegen uns zu Hause, das ist schon viel. In der zweiten Halbzeit kommen wir dann gleich gut rein, setzen das um, was wir uns vorgenommen haben, aggressiv zu verteidigen, dem Torhüter so zu unterstützen, dass er auch Paraden bekommen kann. Und das ist dann wahrscheinlich Würfe von außerhalb 9 Meter aus, Kreuzungen, damit können wir leben. Klar hat Adam Lönnen oder Kai auch die Qualität, daraus Tore zu machen, aber wir steigern die Wahrscheinlichkeit, vielleicht im Ballbesitz zu kommen, daraus dann ins Gegenstoß zu kommen, das soll unser Spiel sein. Und das hat sich in der zweiten Halbzeit deutlich besser für mich persönlich angefühlt. Und mit der Basis wirktet ihr nicht nur hinten stabiler, sondern vorne auch deutlich effektiver. Das fand ich auch verwundernd, dass ihr auch wirklich klare Chancen in Durchgang 1 liegen gelassen habt. Ja, aber kann man ja nicht immer bloß die eigene Mannschaft kritisieren. Da muss man auch mal den gegnerischen Torhüter loben, der in der ersten Halbzeit einfach 9 Paraden hat. Ja. Und das ist eine sensationelle Quote. Dadurch geht natürlich unsere Wurfeffektivität in der Statistik extrem runter. Wir sind 10% unter dem, was wir normal haben im Durchschnitt. Und wir haben es aber, ich gucke in der 45. Minute nochmal drauf und da haben wir es schon aufgeholt. Da liegen wir dann wieder bei unserem Durchschnitt und dann kommt wahrscheinlich auch dieses etwas hohe Ergebnis zustande. Dann machen wir da einen Haken hinter. Ich habe mich vor diesem Spiel gefragt, ob ihr gerade eigentlich so der ausgeruhteste SC Magdeburg seit langem seid. Ihr hattet eine volle Trainingswoche, die Woche davor schon, jetzt wieder. Sind das die perfekten Rahmenbedingungen für dich als Trainer gerade? Eigentlich nicht, weil wir wollen spielen. Ne? Ich finde, dass uns der Spielrhythmus deutlich besser liegt, als dieses eine Woche zu warten auf das nächste Spiel. Wir können natürlich ein bisschen mehr arbeiten. Wir können ein bisschen mehr Grundlage schaffen, ein bisschen mehr Krafttraining machen. Das ist super für die Jungs, dass sie gesund durch die letzten Monate kommen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir schon einen Kader zusammengestellt haben, der unbedingt spielen möchte und nicht nur trainieren möchte. Und deswegen habe ich immer so ein bisschen Bedenken bei dem Wochen-Wochen-Rhythmus und bin lieber in unserem gewohnten Rhythmus. Und das heißt, alle 3 Tage Vollgas. Aber jetzt ist ja wieder eine volle Woche vom Rewe-Final vor. Aber diesmal brauchen wir sie. Ne? Jetzt brauchen wir sie. Wir haben am Wochenende zwei volle Spiele. Da bin ich froh, dass wir nicht noch ein Spiel haben, weil sonst wäre es mit 3 Spielen in einer Woche vielleicht ein bisschen zu dicker. Letzte Frage dahingehend auch, wenn der Kader immer voller wird, immer breiter wird, ist es ja eigentlich eine tolle Sache. Aber wenn der Trainer dann entscheiden muss, wen streiche ich eigentlich vor so einem Event bei dem Kader? Wie machst du das? Wie entscheidest du sowas? Scheiß Entscheidung, ja. Die Jungs trainieren alle fantastisch. Wir haben 18 Leute im Kader. Ja, und das sind immer schwierige Entscheidungen und gibt man einem Vertrauen, entzieht man einem anderen automatisch das Vertrauen, was ich eigentlich nicht möchte. Aber die Jungs, die wir jetzt hier haben, die wollen nichts mehr als den Erfolg und ordnen dem Erfolg, dem Teamerfolg, auch mal ihren persönlichen Erfolg was unter. Und das ist so der Anfang eigentlich von was Großen. Und darauf hoffe ich, dass wir diese Chemie bis zum Schluss beibehalten können. Bin sehr gespannt aufs nächste Wochenende. Gute Trainingswoche und danke dir, dass du kurz dir die Zeit genommen hast. Gerne, vielen Dank. Schönen Sonntag euch.